Herzlich willkommen zum neuen Video von mir, der ersten Teil von meiner neuen Let's Play Reihe vom neuen FIFA 12, entwickelt von EA Sports. Also die haben ja auch FIFA 11 und FIFA, es gibt ja ganz viele, ganze FIFA Reihe. FIFA 12 kam jetzt vor 3 Tagen raus und ist von daher noch ganz neu. Und das habe ich und will euch das heute direkt mal zeigen. Wir spielen den ersten FC Köln mit in der Fußball-Bundesliga. Man kann auch Freundschaftsspiel international und alles mögliche deutsche Nationalmannschaft spielen und so. Wir machen jetzt hier erste FC Köln. Klicke ich hier auf nächste Partie. Partie spielen. Und dann Heim und Gast ist der ist Werder Bremen. Und dann können wir auf Weiter klicken. Und dann kommt hier Heim. Dann kann man hier das Trikot wählen. Auswärts, drittes Trikot, Heim. Wir nehmen mal Heim-Trikot und die nehmen hier Auswärts-Trikot. Und dann hier im Stadion Odromo. Das ist mein Stadion. Es gibt hier nämlich nicht das reine Energiestadion. Und das fand ich so ein geiles Stadion hier. Deswegen habe ich das genommen. Amateur 7 Minuten. Schiedsrichter Heimo Wasserschneider. Und wir haben den 6. August 2011, Anstoß 15.30 Uhr. Ja, Bundesliga und dann hier die Aufstellung. Dann machen wir Partie spielen, ganzes Team steuern. Hier nochmal die Aufstellung, Verletzungen, Sperrungen, keine. Noch weiter, kommt hier unten aufwärmen. So, und dann sind wir hier, dann können wir hier laufen. Es lädt jetzt gleich das Stadion und da ist das Stadion geladen. So, und wir haben uns in das Spiel schon rein gebeamt, also habe ich umgeschaltet. So, ich bin der Weiße hier am Ball. Und ist da oben, seht ihr die Anzeige, die Toranzeige und die Zeitanzeige. Ja, das heißt, manchmal, man kann auf D kann man passen und manchmal passen die schon mal total dämlich. Kann ich schon auch nichts dran ändern. Aber wir kriegen das schon hin. So. Da musst du wissen, wo die Kugel hinkommt. So die Kommentatoren, die hört man auch. Stark gemacht. Jetzt haben sie die Möglichkeit, endlich mal wieder nach vorne zu gehen. Gibt Einwurf. Einwurf. Peschko. Das sieht gut aus für den ersten. Zack, Tor. 50 Minute, Lukas Podolski. Wiederholung. So. Dann spielen wir jetzt weiter. Jetzt ist Werder am Ball. Das ist gar nicht Werder, das ist Wolfsburg. Ich bin auch ein bisschen verplant, aber ich kenne mich mit den Vereinen und nicht so aus. Deswegen. Aber es ist Wolfsburg. Und erholt sich da draußen den Ball. Und nun Alexander Klepp. Wesley. Vorteil gepfiffen für den ersten FC Köln. Ah, knapp. Versuch, knappe Sache. Auch gerne aus einiger Entfernung. Der Gegner ist wirklich gut beraten, ihm keine Freiräume zu lassen. Ja, da haben ja schon nur Zentimeter gefehlt. Das war ganz eng. Helmes. Hünteler. Da wird er vom Ball getrennt. Jetzt wird es knapp. Jetzt gibt es eine Torschance für Wolfsburg. Ist hier außen oben am Stadion dieses Weiße, was man da sieht, das ist eine Laufbahn, das ist schon auch ein Rennstadion. Jetzt. So, und jetzt noch direkt nach hinten wieder.
jetzt mein erster Spieltag. Zack, drin ist er. Ja, Joel, 16. Minute. Das war jetzt aber auch gerade raffiniert. Habt ihr gesehen, der hat gewartet, bis der Ball ins Aus gerollt war. Der hätte den nicht mehr holen können. Und wenn der ja im Aus ist, ich hatte den ja vorher geschossen, dann kann der den wieder einwerfen. So, Lukas Podolski und zack. Ja, Tor. 19. Minute. So, 3-0. Ist jetzt der erste Spieltag. Und vorher hatte ich jetzt 3 Testspiele. Oder ich glaube, mehr war 2. 2 Testspiele hatte ich davor. Und jetzt ist halt das der erste Spieltag hier in der Fußball-Bundesliga. Duda. Da oben sieht man die Ergebnisse mit den gerade laufenden Spielen. Augsburg-Freiburg 1-1 jetzt. Christian Tresch am Ball. Da sieht man dann halt immer die neuesten Ergebnisse, wenn sich da was tut. Aber sieht man auch jeweils zur Halbzeitpause und so. Tolle Flanke. Au, Mann. Tja. Ah, jetzt steht's 3-1. Matuschik. Ja, wie der Ball da durch die eigenen Reihen läuft. Fantastisch. Klasse Zuspiel. Zack. Müsste Abseits sein. Ja. Oh, nice. Abseits. Na, sonst wäre es ein Tor gewesen. Freistoß. Jetzt kommen direkt die Berufe, weil ist ja hier auch ein Heimspiel da gehalten. So, und jetzt direkt nach vorne. Ja, das kann was werden. Zack, drin ist er. Lukas Podolski, 32. Minute. So, 4-1. Helmes. Duda. Und nun sind die Kölner dran. Ballbesitz für den FC. Komm, der das macht und. Aber er kann den Ball nicht. Husten, deswegen huste ich hier ein bisschen rum. Abstoß. Arne Friedrich. Die Situation hat er genau richtig eingeschätzt. Er könnte passen. Das Bällchen ist noch heiß. Das Bällchen ist noch heiß. Jetzt nicht mehr. Ja, es gibt Einwurf. Ja, Einwurf.
Ja. Da ist er gut dazwischen gegangen. Ja, toll, der ist auch blöd, der schießt den. Einwurf. Oh, jetzt wird's eng. Und nun Alexander Klepp. Hünteler. So sieht ein Pass aus. Die Situation wurde geklärt. Und nun Lukas Podolski. Da jetzt. Gucken, ob das was wird. Das sieht gut. Den Ball, den kannst du einiger nicht. Zack, und drin ist er. Matuschik, 41. Minute. Das wird schon. Und dann zack, der. Girl alive, die Post geht ab. Also mal ganz ehrlich, so hältst du keinen Angreifer. Ja, Joel. Jetzt ist er vorbei. Oh Mann, ey, der war aber ganz knapp. Wunderbar, wie er da alle aussteigen lässt. Fast alle. Denn dann kommt der Keeper, macht das gut und dadurch kein Tor. Und jetzt achten wir mal alle gemeinsam auf die Entscheidung des Schiedsrichters. Freistoß. Wesley. Das war jetzt aber eine blöde Aktion von mir. Da wird der Trainer zufrieden sein. Helmes. Ja, so kann es weitergehen. Das wird jetzt wieder eine knappe. Ein Torwart-Riese und er schafft es nicht. Ich war mir sicher, dass das Ding im Netz zappelt und dann fischt er den auf. Die Kommentare bei den Kommentatoren sind manchmal ein bisschen nervig, weil es immer die gleichen sind. Zumindest sind es öfters die gleichen. Deswegen ist das ein bisschen nervig. Aber sonst ist das Spiel echt. Zack. Halbzeitpause. So, 5-1. Toro, Matuschik, Podolski, Jajajul, Podolski. Podolski mit dem Dreier. Ja. Also der ist im Moment, glaube ich, der beste Mann. Zack, nur mal die Wiederholungen. So, und hier heute Begegnungen FC Mainz gegen Bayer Leverkusen, 1-0 für Leverkusen. FC Augsburg gegen SC Freiburg 1-1, Hertha BSC gegen Nürnberg 1-0, Hertha Werder Bremen gegen Kaiserslautern 1-1. Das sind die Samstagsspiele in der Bundesliga. So, und das ist jetzt die zweite Halbzeit.